Okay, ich will entspannt Döner essen. Und die haben den Streit des Lebens hier. Die schreien den ganzen Bahnhof zusammen. Der Döner hier schmeckt nicht. So Leute, ich bin gerade in Leipzig, denn es ist Beatz-Konzert heute. Das ist mein erstes Konzert, wo ich Backstage bin. Ich habe keine Ahnung, es ist eigentlich generell mein erstes richtiges Konzert alleine. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich muss da jetzt hinfahren und ich habe gerade eben Döner gegessen und ey, die Leute haben das rumgeschrien und der Döner war nicht gut. Döner am Hauptbahnhof, nie gut. Meine Bitch, sie ist bad und sieht aus wie Sailor Moon und sie rockt doch kein Designer wie das andere. Ey, da ist man einmal in Leipzig. Ich weiß nicht mal, was das da für eine Demo ist. So, ich bin schon in der Location. Das war gerade ein bisschen tricky, überhaupt reinzukommen, weil ich irgendwie nur auf der Liste stehe und nicht backstage. Keine Ahnung, wie ist denn Location? Und ich gehe komplett in die Moschpitz. Das wird witzig. Digga, ich fühle mich hier so fehl am Platz. Ich habe mir gerade eben noch aus Not rote Beete auf dem Penny gekauft. So, Stand der Dinge. Ich bin jetzt im Hof-Innenbereich. Alle anderen warten halt noch da hinten so. Ich bin hier mit meinen Rote-Bete-Saft glücklich. Es wird geprobt, gemacht. Backstage ist leider kein Platz mehr, deswegen machen wir heute einen chilligen. Aber ey, ich sehe die Moschpitz. Ich sehe das. Wie findet ihr eigentlich die Air Force? Das ist die Supreme Edition. Ich habe sie mit weißen Socken. Das ist crazy. Das ist crazy, sag ich ehrlich. Ich habe Duck gefunden. Wow. Das geht besser. Dieser Mann ist so ein Fan von mir, das ist geisteskrank. Die ganzen Leute warten da hinten. Digga. Die Bude füllt sich. Die sind nachher alle direkt zu den Merch-Shop gegangen. Ich habe eins geschenkt bekommen, kurz gedacht. So jetzt Sailor Moon T-Shirt. Cool. So, ich habe jetzt. Standardfrage, bist du aufgeregt? Ja. Bist du aufgeregt? Nein, ich bin nicht aufgeregt. Ich habe gehört, dass das hier dein erster Auftritt war. Hier war mein erster Auftritt. Nein, stimmt nicht. Aber mein erster Auftritt war die Release-Party in Berlin, glaube ich. Aber hier war doch dein. Hier war mein erster Festival-Auftritt. Ja, meine ich doch. Ja, das ist Privere hier. Ja, cool. Gut. Achso, ein Backstage geht nicht, weil ich noch 17 bin. Das habe ich vergessen. Hätte ich auch dran denken sollen, aber nächstes Jahr dann. Egal, ich öffne die Moshpits mit ihm. Sind immer die gleichen? Ich werde dann Moshpit filmen. Ich gehe in Moshpit mit rein. Mein erster Moshpit war in Rolling Loud und das war Katastrophe. Ich habe so viel Bier über mich übergekippt bekommen, aber dieser Moshpit, der wird's. Du kriegst Bombe. Ey, können wir mal kurz darüber reden, dass ich einfach alleine hier aufkreuz? Okay, können wir bitte darüber reden, dass ich hier alleine aufkreuz? Junge! Und ich habe morgen früh um 8 meine Theorieprüfung. Es kracht und pfeift. Wenn ich die nicht bestehe, werde ich sterben. Michael tritt gerade auf, keiner singt mit. Wir üben schon für Moshpit. Ich hab's auf Kamera. Ohne Scheiß, ich bin ja noch nicht so in diesem Musikding, sag ich mal, drin, in dieser Rapper-Szene. Aber es ist so cool, wenn man einfach so eine Bühne füllen kann. Und das ist halt gerade nur Voreck. Aber es ist so, feier das einfach. Ich bin gespannt, was bei Beatz gleich los ist. Und dann, ich mach ein, zwei Eindrücke von hier hinten und dann kommen die Moshpits. Treat me like YG's. Don't get me dirty. Geil, weil Beyaz auch viele weibliche Fans hat. Es sind hier dementsprechend auch viele Mädchen. Und die machen alle Fotos mit mir, das ist richtig süß. Und die sind immer so, oh, wie mich liebt dich. Und die umarmen immer ein und ah. Das ist so süß, ich liebe das. Grüße gehen raus an seine Mädchen, weil die hat extrem übertrieben und die war cool. Bei dem Mann kracht es. Die freuen sich da schon, die nutzen da immer alle raus. Wow. Moin. Beyaz ist jetzt dran. Hast du Bock? Yo. Absolut. Sie sagt niemals sie, weil ich für sie anders bin. Und es will gehen und gehen.
Glaubt ihr, schafft es im Takt nach links und rechts zu machen? Ja? Ja, Leipzig? Ja, okay, das will ich sehen, das will ich sehen. Fataler Fehler mit einer Mitte hier zu gehen und komplett anders wie im Winter. Digga, ich geh nur mit, weiß ich nicht, weiß geht. Leute, es ist Mike. Mike! Seitdem du 1000 Follower hast, ich schwöre. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich ey, ich bin krank, dass ich eigentlich schon so, ich habe jetzt ein Taxi gebucht. Gibt's nämlich kein Uber. Und ja, jetzt warte ich. In einer Minute kommt das Ding und dann geht's Richtung Hauptbahnhof. Wie weit bist du? Ich bin 17. Er glaubt mir nicht, dass ich 17 bin. Er denkt, ich kann. So, ich bin jetzt in Leipzig am Hauptbahnhof. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe bis Datum in 8 Stunden jetzt meine Theorieprüfung. Ich bin gespannt. Ich muss die ganze Nacht durchlernen. Das ist ein bisschen dumm, aber ganz ehrlich, nimmt mal mit. Das war das erste Mal, dass ich so richtig auf dem Konzert war. Also so richtig, richtig. Und jetzt auch gevloggt habe. Lass mich wissen, ob ich es einigermaßen okay gemacht habe. Das war sehr cool. Auch Chris an Duck an dieser Stelle. Der hat mich hier viel gecarried. Und am Bayards generell, dass sie mich auf die Liste geschrieben haben. Das war sehr lieb. Und ja, ich habe auch coolen Merch. Den kann ich euch eigentlich auch noch kurz zeigen. Ich habe hier von Sailor Moon den Hoodie bekommen. Und noch mein T-Shirt jeweils, voll cool. Ist, glaube ich, ein kürzerer Vlog geworden. Ich weiß nicht, wie viel Material da ist. Werden wir sehen, was Lubix daraus schneidet. Aber falls euch dieser Vlog gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und das ist so cool. Ein kleiner Kind, also nicht so Kindheitstraum, ist ja dumm, aber so ein kleiner, ja, so ein Fangirl-Moment war das einfach, weil ich wirklich bin jetzt schon richtig, richtig lange. Aber immer so, ne, nebenher, man denkt sich nicht Böses und ich weiß, dass ich schon oft in Leipzig war und bla bla bla. Aber jetzt einfach, dass ich mal auf der Bühne mit ihm so sein konnte, beziehungsweise halt, dass ich generell so diese Connection habe, ist halt geisteskrank, dass das so geht, wie es geht. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil das ist nicht selbstverständlich. Und ja, das schätze ich. Und ich habe es auch geschafft, ein Foto zu machen. Das seht ihr jetzt.